von Amazon. Und ja, das geht halt nur mit Alexa Sprachsteuerung. Jetzt haben wir eine Alexa. Und ich hasse sie jetzt schon. Das wird ganz furchtbar. Gut, dass sie nicht in meinen Räumlichkeiten steht. Das könnte arg ausarten. Die Alexa ist einfach manchmal, ja. Vor allem, oh Gott. Das machen ja einige Streamer zum Beispiel. Und zwar, Alexa erzähle einen Witz. Den Witz, den Alexa erzählt hat, wir haben uns beide nur angeguckt und dachten so, was? Was will die Alte jetzt von uns? Oh. Und die macht teilweise auch Sachen, die sie gar nicht machen soll. Das ist ganz furchtbar, das Ding. Ich habe nur gesagt, ich hoffe, er stellt das nicht irgendwo plötzlich hinter mich. Ich glaube, ich würde das Ding zum Fenster rauswerfen, ganz ehrlich. Es ist zwar in manchen Dingen echt cool, aber... Harry, nee, danke. Salonkämpfer werden in einen Brunnen geworfen und dann dabei in dieser Welt mit etwas D&D-Welt sich mit allerlei Problemen rumschlagen. Für den Kampfregeln über Magie und YouTubern, die ich da reinbastel, mit anderen Namen natürlich und leicht anderen Aussehen. Oh, das ist echt cool. Das ist echt cool. Ist nicht, aber ich habe hinzugefügt, dass ich meine Xbox anmachen kann. Aber es geht nicht. Ja, gut. Ja, gut. Also wir können damit auf jeden Fall Audibles zum Beispiel steuern. Das Problem ist, es macht es teilweise an, wenn es gar nicht anmachen soll. Ich schicke es wahrscheinlich da zurück, ja. Also ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht, aber ja. Man kann sich manchmal drüber lustig machen. Man kann sich da manchmal echt drüber lustig machen. So. Elsa, gut, dass du gerade da bist. Ich brauche dich mal kurz. Er ist einfach nur eine Belustigung für das Spiel Herr der Ringe Online. Als der Chat halt langweilig war, habe ich angefangen Nachrichten in den Chat zu spammen. Von Wetter über Sportveranstaltungen. Teilweise werden große Veranstaltungen wie die Mittelerde Wintersport mir gemacht. Das ist alles eher zur Belustigung. Die Admins auf dem Server haben mich dafür noch nie verwarnt, wenn ich den Chat zu baller. Ich find's halt echt cool. Weil ich muss sagen, das macht das Spiel auch, finde ich, echt ein bisschen lebendiger, wenn man dann halt teilweise so wirklich so Nachrichten reinkriegt. Und ich gehe mal von aus, die Admins sehen das ähnlich. Ja, ich finde das echt eine coole Sache. Vor allem, das ist halt auch etwas, das hat man nicht so oft, finde ich, allgemein in Online-Spielen. Müsste es viel mehr sowas geben. Achso. Ich brauch das. Ich. Lass es abhängen. So, den Laden habe ich übrigens schon leer gekauft. Da braucht er gar. Ah, nee. Noch nicht ganz leer gekauft. Aber. Da brauchen wir nicht großartig mehr reingucken. Was ich eigentlich heute so grob machen möchte, ist halt noch das Event. Wir kaufen Spinat. Wo kriege ich denn jetzt schon wieder Spinat her? Uns fehlt nämlich noch die 5. und die 6. Seite. Hier will ich halt noch mal ein bisschen was raussammeln. Es kommen nämlich langsam die ganz großen Sachen hier. Und ja. Weil das Event geht zwar noch 22 Tage. Aber desto schneller wir diese ganzen Sachen hier voll haben, desto schneller kann ich die Mondsteine farmen. Weil wir brauchen mindestens 3300, glaube ich, oder 3500 für das nächste Event, dass wir dann wieder den Premium Pass kriegen. Und ich würde die gerne ein bisschen nach oben kriegen. Das heißt, Reis ernten muss ich. Ich muss Spinat verkaufen, die orangefarbenen Blumen brauche ich noch.
Mein Reis ist mittlerweile fertig. Jetzt geht's aber erstmal in die Kürbisse. Ich brauche Geld. Ich bin nämlich gerade mehr als pleite. So, habe ich. Bitte sag, ich habe nur eins Zäunung. Oh Gott. Nein! Sie war direkt dahinter. Jetzt. Jetzt ist er dahinter. Was die Abenteuer von Sierra und Kevin angeht, sie werden sich einer Gruppe aus vormals 5 Helden anschließen. Doch dadurch einer beim Rasieren mit seinem Schwert selbst enttaucht hat, sind es solo 4. Und bei einem Kampf möchte Sierra natürlich seinen Kampfschrei einsetzen. Helden aber nicht mit ihm zusammen in einer Gruppe sind, nehmen die natürlich auch Schaden. Und Sierra muss sich mit dem Schlachtruf Leta-Freibier wieder auf die Beine bringen. Und sehr cool. Also ich glaube, mir würde tatsächlich für sowas einfach die Fantasie fehlen. Ich habe zwar viel Fantasie, aber ich glaube dann doch nicht so viel. Kann sich jetzt hier erst vom Jahre handeln übrigens. Das ist mein Energy. Ich bin ja auch mal auf morgen gespannt. Morgen gibt es ja einen kleinen Halloween-Stream. Mit die Möglichkeit übrigens auch auf Verlängerung. Es wird kein Horror-Stream, das sage ich direkt schon mal, weil ich spiele ja keine Horror-Games. Aber es gibt zum Beispiel Alice Madness Returns, das will ich auf jeden Fall mit euch spielen. Und ja, dann mal gucken. Ich habe da noch 2 Spiele quasi zur Auswahl. Mal sehen, was es dann noch davon wird. Könnt ihr euch dann wahrscheinlich sogar selbst noch aussuchen. Und ja, mal gucken. Also wer Bock hat, kann gerne morgen auch mal reingucken. Also für den Anfang sind halt 8 Stunden geplant und ich weiß gar nicht. Was hatte ich gesagt? 18, 16 oder 18 kann man verlängern an Stunden. Je nachdem. Nee, ich muss kaufen. Ich muss einmal verkaufen. Precious! Na, fleißig. Fliege? Oder, nee. Ach nee, war eine Mücke. Entschuldigung, war eine Mücke. Die Mücke ist an mir vorbeigeflogen. Ich habe eine Mücke in meinem Zimmer. Noch nie so viel verschüttet gehabt. Oh no. Reicht der Boden? Also reicht das, was du hast? Oder wird's eng? Die Wände sind so schief. Oh. Also war es hier besser oder ist es da besser? Ich frage für einen Freund. Die Trittschalldämmung wird eigentlich scheiße. Na, vielleicht reicht sie ja. Im Zähl ist okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Aber dann hoffe ich mal, dass es reicht. Vielleicht.
Ansonsten legst du einfach Cleos Fell drunter. Du bürstest Cleo einfach mal und dann kriegst du da selber nur eine Dämmung raus. Die hat ja so viel Fell. Das reicht. Nämlich auch der Vorteil. Bautzi-Wurf ist heute nicht da. Aber so ein bisschen was fehlt beim Rausgehen. Das ist kein Hund da, der jammert. Das ist ganz seltsam. Ich glaube, ich hatte es noch nie, dass ich eine Nacht jetzt ohne Cleo war, ne? Nee. Das wird die erste Nacht ohne Hund. Gott, wird das seltsam. Die erste Nacht ohne Hund. Ob ich jetzt ein bisschen Angst habe. Weh, diese komischen Kinder kommen. Nehmen die Nachbarin erschreckt, da die Werbung in den Tierschutz gelegt hat. No. Ja, gut. Ja, gut. Ja, sie wollte doch nur aufpassen. Nicht so schnell wieder weggefickt. Das glaube ich. Na gut, man rechnet ja auch nicht damit. So. Und mir ganz Herz gemacht hat. Ja, Wauzi wollte halt Ärchen beschützen. Huch. Ganz normale Reaktion. Guter Warunschutzhund. Mm. Deswegen sage ich, ich hoffe, es kommt keiner auf den Gedanken, hier bei uns zu klingeln. Ohne Hund ist das ein bisschen seltsam. So. Reis, Reis, Reis. Was machst du denn jetzt schon hier? Muss ich jetzt schon das einsammeln? Ach ja, ich darf hier nicht porten. Oh Gott, ich vergesse es jedes Mal wieder. Ich vergesse es immer wieder, dass ich nicht porten darf. So jetzt. Jetzt auch so viel mitnehmen, wie es geht. Oh Gott. Passt, passt, super. So. Erntereis. Mini, du stehst im Weg. Was tut man nicht alles für das Event? Ich habe jetzt übrigens endlich die Malefizhörner. Ist das nicht toll? Ich habe die Malefizhörner. Ich bin glücklich. So, Erntereis, 15. Koche Süßigkeiten. Haben die Langeweile? Haben die ernsthaft Langeweile? Ich bin ja froh, dass ich die Fischaufgaben fast fertig habe. Ich habe vorhin nämlich noch ein paar Karpfen gesammelt. Wunderbaren Karpfen. So. Eis. Ist denn
Ach, Okra kann ich dann hier auch noch anpflanzen, ne? Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr ganz, während es nur regnet. Ich glaube, es hört gleich auf mit Regen. Die Sonne fängt wieder an zu scheinen. Das ist ganz, ganz übel. Okay, nichts davon habe ich hier. Hallo, Kumpel. Oh, Spinat. Sehr gut. Spinat brauche ich. Sechzig Spinat muss ich dann nämlich noch sammeln. Sechzig Spinat. Komm, bitte sag, dass wir es noch schaffen. Ich will nicht gießen. Ich will wirklich nicht gießen. Ja, komm, lass mich. Muss schnell gehen. Leider. Yay, geschafft. Okay. Also 60 Spinat muss ich verkaufen. Glück, Orangefarne mit der Blumen. Den Thunfisch brauche ich noch. Brauche Süßigkeiten. Pilze brauche ich nicht mehr, ne? Nee. Das ist übertrieben. So, ich werde jetzt mal ein bisschen was davon mit reinnehmen. Einfach um es zu lagern. Also langsam wird das Inventar zu voll. Spinat ist angebaut. Ja, schauen wir mal. Etage 4 war, glaube ich, Nahrung und alles. Habe ich eigentlich noch eine weitere Werkbank? War zwar der Meinung, ich hätte hier irgendwo noch eine. Aber ich kann mich auch täuschen. Was, dass ich zig Betten habe? Nee, sieht nicht danach aus. Habe ich wahrscheinlich schon woanders hingestellt. Ja. Ja, aber ich war anders hingestellt. Schade. So. Noch was? Nee. Ich brauche unbedingt mehr Platz.
Okay. Das ist voll. Okay, Lauch. Champignons. Ingwer, was machen die Katzen da oben? Wobei, möchte ich das überhaupt wissen? Ich glaube nicht. Manchmal ist es besser, wenn ich nicht weiß, was die Tiere da oben tun. Zuckerrohr packe ich auch einfach mal mit hier rein. So, perfekt. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, was hier wo drin ist. Steine. Die Sachen hier kann ich drin lassen. Die sind da ganz praktisch. Wandersteine? Nein. Nein! Nicht nochmal rein. Ich glaube, die waren eigentlich, die hätten eigentlich da hinten reingemusst. Ja, aber egal. Drin ist drin. Drin ist drin. Guck ich kurz hier nochmal rein. Dann muss ich einmal kurz mehr Kisten herstellen. Weil zu wenig. Das regnet immer noch. Muss ich mich fragen, seit wann es so lange regnet? Ernsthaft? Ich kann keine Kisten herstellen. No. Okay. Dann müssen halt die Hälfte meiner Sachen hier wieder rein. Gut, die kann ich noch gebrauchen. Was musste ich herstellen? Koche Süßigkeiten. Mini? Tschüss. Okay, das will sie nicht. Danke. Koche Süßigkeiten.
Ich weiß nicht, wie viele das waren. Ich glaube 10 Stück. So, wir sind bei 3. 4. Fünf. Sechs. Sieben. Pass auf, und jetzt brauchen wir was ganz anderes. 8. 9. 10. Nein, wir brauchten genau die. Ernte Kakao. Leckt mich doch am Popo. So, 45. Mach erstmal das hier. ...620 Punkte. Die könnte ich jetzt eigentlich auch umgekehrt ausgeben. Mache ich aber nicht. Weil wir, wie gesagt, sparen müssen, diese Pünktchen. Sonst ist da nicht mehr viel mit... ...3000 erreichen. Hier kriegen wir ja nur 90 raus. Aufgaben. Ernte Kakao. Und orangefarbene Blumen. Die hier ist orangefarben. Das ist rot. Das ist jetzt 13 von 20. Wie viel gibt's? 20. Also Ursula können wir heute nicht mehr machen. Den Thunfisch könnte ich. Hier könnte ich noch einmal ein Gericht herstellen. Rein theoretisch, wenn nachher 3 Leute noch drin sitzen würden. Könnte ich die Aufgabe rein theoretisch auch schaffen? Eingelegte Hering nach Arendelart. Jetzt ist halt nur die Frage, wie lange wir jetzt noch machen. Wie gesagt, um 20 Uhr kommt hier Sio. Hier ist seine Bestellung. Schauen wir dann einfach mal. Spinat brauchen wir noch. Wie lange braucht denn der Spinat? Spinat. 1 Stunde. Okay. Ernte Kakao und das hier. Glück orangefarbene Blumen. Fangen wir hier oben an. Das war orange, hoffe ich. Ja. In den Lichtverhältnissen ist sie nicht so leicht zu sehen. War das orange? Nee, ist gelbe. Okay. Das ist rot, das erkenne ich noch. Ebenfalls. Das da müsste orange sein. 15. Das ist gelbe. Achso, das Holz könnte ich hier vielleicht auch mal sammeln. Wäre vielleicht nicht verkehrt.
Aufheben, aufheben, aufheben. Bist du orange? Bist du orange? 4 Stück brauche ich noch. 4 Blümchen. 5. Nee, 3. Entschuldigung. 3. Okay. Wollen wir mal hier rüber? Zwei. Dann einmal zur Lichtung. Eine. Und die letzte. Fange Fische in der sonnigen Ebene. 30. Okay. Warte mal. So. So, wo hat man nochmal Kakao herbekommen? Ich habe übrigens ein bisschen übertrieben, was hier die Kleidung und die Dinge angeht. Die Möbel. Wo hat man Kakao herbekommen? Wollte ich eigentlich nachgucken. Sammeln. Nee, Zutaten. Kakao. Lichtung des Vertrauens und sonnige Ebene. Okay. Sonnige Ebene müssen wir ja eh hin. Das einzige Problem ist, in der sonnigen Ebene können wir keinen Fisch gerade fangen. Wegen der Hauptquest. Von Kakao von Südamerika. Ja, nee, geht gerade nicht. Ich glaube, dieses Land liegt nicht in Südamerika, leider. Schon wäre es. Aber ich... Warte mal. Sammeln. Ich kann doch mal alle Bäumchen zusammenpacken.